Paul, EU-Wahl am 25. Mai. Welche Möglichkeiten habe ich, meine Stimme abzugeben? Ja, man geht ins eigene Wahllokal, kreuzt die Partei an und schreibt den Namen des Kandidaten dazu, den man wählen will. Oder man beantragt eine Wahlkarte. Diese Wahlkarte muss man beim zuständigen Gemeindeamt oder Magistrat beantragen. Ihr Hauptwohnsitz ist dabei die Voraussetzung. Dies entweder per Mail, Fax oder formlosem schriftlichen Antrag bis 21. Mai 2014 oder persönlich bis 23. Mai 2014, 12 Uhr. Diese Wahlkarte können Sie dann für die Briefwahl verwenden und per Post übermitteln. Diese muss bis spätestens 25. Mai 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Zudem können Sie die Wahlkarte am Wahltag, den 25. Mai 2014, in einem beliebigen Wahllokal während der Öffnungszeiten abgeben. Außerdem können Sie die Wahlkarte bei einer beliebigen Bezirkswahlbehörde am 25. Mai 2014 bis 17 Uhr abgeben. Paul, ich weiß, du setzt dich seit Jahren für die österreichischen Interessen ein, für unsere Regionen, für die Klein- und Mittelbetriebe, aber auch für gute neue Arbeitsplätze, und ich möchte gerne dich wählen. Wie mache ich das jetzt? Ja, es ist ganz einfach. Man geht ins Wahllokal, am Stimmzettel sind die Parteien angeführt. In den Kreis kreuzt man dann die Partei an, die man wählen will, in unserem Fall die ÖVP. Und dann ist ein leerer Kasten hinter der ÖVP, da schreibt man einfach Rübig hinein und das reicht. Und dann bin ich gewählt und kann deine Interessen wieder gut in Brüssel vertreten. Danke, lieber Paul.